Sammelwasser ist egal. Fällen, Fällen, Töten, Fällen. Ihr habt den Portal. So, jetzt müsst ihr eigentlich alle nach oben fahren wollen. Weil da das Portal ist. Wollen sie aber nicht. Ich höre ganz viele Zwerge rumschreien, aber keiner bewegt sich. Genau du da. Du mit deinem komischen Grünzeug. Fängst immer an zu schreien, schmeißt das Grünzeug auf den Boden, hebst es auf, schmeißt es auf den Boden, fängst an zu schreien. Okay, du weg. Ich glaube, das war keine so gute Idee. Also, bei den Fahrstühlen haben wir gelernt, sie brauchen mehr Platz. Also in der Etage, wo später der Fahrstuhl sein soll, in unserer nächsten Festung, muss es mindestens 3 hoch sein oder 4 sogar. Im Idealfall sogar 5. Weil, dann können wir da drüber einen Stein machen. Vielleicht deutet ihr das mal ganz kurz an. Kann ich das irgendwie andeuten? Nee, nicht wirklich. Also, ich hätte es ganz gerne, dass der Fahrstuhl hier nur bis hierhin fährt. Wenn ich aber hierhin jetzt einen Stein bauen würde, dann würde dieses Bömmeldings, das da, auf dem Stein liegen. Also hier. Und den ganzen Weg blockieren. Das heißt, im Idealfall müsste das Bömmeldings auf dieser Höhe sein, von der Plattform. Dazu muss allerdings hier ein Stein gesetzt werden. Wir brauchen also eine kleine Mulde hier drin, was aber den Raum darunter, die Etage hier, kleiner macht. Deswegen muss die Etage noch größer sein. Und damit es nicht so komisch aussieht, dass das Ding hier im Stein steckt, halt noch ein höher. Das heißt, die Fahrstuhletage unten 5 hoch. Die Wohnetagen können ruhig 2 bleiben. Ja, das haben wir dazu gelernt. So, irgendjemand müsste das da oben abreißen. Zwerg. Kontrolle. Ich gehe jetzt lieber nicht nach rechts, dann falle ich runter, oder? Befreien. Macht nichts. Wille Zwerg. Kontrolle übernehmen, befreien. Wow. Was sind sehr viele Zwerge in einem Stuhl. Was zur Hölle? Machst du da? Versucht Weg zu finden. Ja, ich merke schon. Ich glaube, ich sollte den Angriffsbefehl etwas scharf mal wegmachen. Das verwirrt die Jungs einfach nur. Sie wollen durchgehend schreien. Oh, Feuer. Okay, du. Wähle Zwerg. Kontrolle. Kann ich irgendwie seitlich klettern? Nee. Ich komme hier nicht raus. Aber wenn ich versuche hochzuklettern, falle ich da nachher runter. Oh nee, doch nicht. Okay. Der Fahrstuhl zählt als Plattform. Das heißt, dieser arme Zwerg muss jetzt ganz hochklettern. Genau. Und dann oben den Fahrstuhl abreißen, damit der untere wieder hoffentlich so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Halt dich schön fest. Schön festhalten. So, und jetzt drücke ich nach rechts. Und geschafft, okay. Weg mit dir, Teufelswerk. Ups. Weg mit dir, Teufels. Was? Ich würde gern nicht den ganzen Stuck vernichten. Das ist die Decke. Das ist der Stuck. Baust du ihn jetzt ab? Gräbt. Ha! Und schon geht's wieder. Oder? Sieht schon mal nicht schlechter aus. Okay, wir brauchen jetzt nur noch hier oben dann halt. Ja, jetzt klettern sie alle zu. Da muss ein Bömmel drauf. Und dann muss hier nachher wieder ein Leitersystem hin. Leitern da. Leiter, 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 Leiter. Leider, leider, so. Sieht nicht schön aus, aber wir wussten es halt nicht besser. Also, alle Zwerge sind befreit. In 10 Minuten kommt die nächste Welle übrigens. Schienen können hier hin. Aha, die Schienen blockieren hier auch die Leiter oder umgekehrt. Ah, ist ganz schön viel zu beachten, wenn man eine ordentliche Festung bauen will. Wir sollten die auf. Nicht das schafft. Nicht das schafft. Sollen die Aufträge hier mal wegnehmen.
So sind die Zwerge gleich wieder draußen, wenn... Bist du jetzt zufrieden? Nee, das nicht. So sind die Zwerge gleich wieder draußen, wenn die Welle kommt. Das muss ja nicht sein. So, den Stuck wieder neu setzen, der hier wegrandaliert wurde von mir. Und dann ist er auch hoffentlich wieder einigermaßen gut drauf. Ja, und das ist dieser Bümmel, den ich meinte. Der ist echt nicht schön. Haus komplett. Aber er ist nicht so wirklich zufrieden. Hm? Komfort 54%. Oh, essen ja schon wieder alle. Was machen die so schnell damit? Also ja, essen, aber trotzdem ist das komisch. Gemischter Salat. Ja, komm, hier. Bisschen Auswahl muss ja auch mal sein. So, gemischter Salat. Zu den Leader Couches. Also zuerst dürft ihr Steak nehmen. Wenn ihr keinen Steak wollt, gibt es immer noch einen Topf. Und wenn ihr auch keine Lust auf einen Topf habt, dann gibt es immer noch Salat. So. Das waren eigentlich kleine Tische, oder? Wir bräuchten mal so richtigen Bankettsaal. Mit so riesigen Steintischen, die über 3-4 Felder gehen. Gibt's sowas? Achso, hier hinten. Bücherregal? Nein. Großer Tisch. Ja, ist aber aus Holz. Steintisch sehe ich keinen. Was brauchen wir für einen großen Tisch? Nägel, Bretter, Bretter. Holz, Holz. Machen wir davon mal. Eine Werkbank. Ja, nee. Die habe ich nicht wieder aufgestellt. Das stimmt. Werkbank. Das da, Hexenkessel, Müll und anderes Zeug, so. Werkbank, Werkbank, Hexenkessel, Müll, so. Das da bitte zu. Das da bitte zu. Das hier bitte alles weg. Auch unbedingt mehr Fahrstühle. Da muss ich mir was einfallen lassen. Wir könnten jetzt hier noch so Runtergänge machen, aber das blockiert dann immer diese Felder. Also die Felder von den Strukturen, die mehr Felder brauchen. Jetzt habe ich das Ding hier. Es braucht ja 1, 2, 3 Felder. Das heißt, wir könnten höchstens hier wieder einen Fahrstuhl machen. Man könnte auch ein richtiges Höhensystem machen. Das war gerade ein sehr komischer Übergang von der Musik. Wegen der Tag- und Nachtwende. Ja, also ein Höhensystem. Wir haben also 3 Fahrstühle. Einer hier, einer hier, einer hier. Der eine geht nur bis hier und sagen wir mal hier. Also das obere seitliche Ding. Der zweite geht zu den beiden und noch ein tiefer. Und der letzte geht zu den dreien und dann noch eins tiefer. Damit dann die Zwerge, wenn sie oben was machen wollen, 3 Fahrstühle zur Möglichkeit haben, um dahin zu kommen. Ja, das klingt nicht schlecht, weil ganz unten hin werden die wahrscheinlich eh nur recht selten wollen. Wir müssen erstmal nach und nach alle Gänge frei bekommen. So, alles zu, alles zu, alles zu. Zu. Das könnte interessant werden, wie das da funktioniert. Können da Fahrstuhl einfach nur da hinfahren? Da stehen bleiben und dann nach links bauen? Mal gucken. Achso, du bist gar nicht der dafür. Einer von euch könnte ja dafür sein. Und es geht, sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. So, das Spinnenzeug hätte ich auch noch mal ganz gerne. Du, da sollst sterben. Ja, ach so. Das gehört jetzt alles noch zu unserer Festung, sehe ich gerade. Deswegen ist er so grumpig. Unsere Festung ist gerade riesig. Ich habe hier unten noch die Sternchen gesehen. Genau da ist der Sternchenrahmen. Da kommt er angezischt. Das ist nicht ganz so gut. Da geht es auch noch weiter. Warum? Ach so, weil hier eine schräge Verbindung ist. Normalerweise sollten das und das Ding da unsere Festung abschließen. Okay, ein Spiegel. 2 Minuten 50. Ja, also die Welle kommt gleich. Warum hast du nichts zu tun? Töte die Schnecke da. Oder mach das da alles weg. Warte mal, dazu muss der Dreck erstmal weg, damit wir den Dreck da setzen können, ne? Also die Zwerge selbstständig. Ich könnte immer noch einen Zwerg übernehmen, das selber machen, aber meh.
Aber gut, wir haben rausgefunden, dass mit den Schienen nicht so klappt, wie ich dachte, mit dem runter. Also es gibt keine schrägen Schienen über verschiedene Höhenebenen. Auch wenn das richtig cool wäre, dann könnte man so eine Art Rollercoaster bauen. Wir haben herausgefunden, wie der Aufzug funktioniert und wie man ihn kaputt macht, indem man zwei übereinander platziert, nämlich. Das heißt, er muss sein Fort, also seine Festung, vorher so planen, dass er mit dem Fahrstuhl einigermaßen hinhaut. Das heißt, ich würde im nächsten Fort das so machen, dass ganz oben ein Aufzug hinkommt. Der Aufzug ist aber nur für den Wohnbereich und vielleicht die Werkstätten. Und dann mehrere Aufzüge nach unten zu den Minen. Oh, das war nur ein Holzfällerbuch und kein Rezept. Sind wir jetzt durch? Das könnte natürlich sein, also contentmäßig durch, dass es nichts mehr gibt an neuen Forschungen. Und Portal. Du solltest nach Hause gehen. Stopp, einfach Geschwindigkeit. Kontrolle übernehmen. Das sind ganz schön viele Hühnchen. Rein mit dir, befreien. So, da kommen sie. Skelette, 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 Skelette. Ist nur wohl alles normal. Ein Beholder. Ist nicht gerade viel. Und den können wir einfach wegschicken. Und zwar so. Das sind zwei übereinander gestapelt. Busch. Bye bye. Weil die bewegen sich eh nicht, was recht doof ist. Die müssten eigentlich mit den Skeletten zusammen angreifen. So, der Turm ist inzwischen stark genug, dass er jedes Skelett einfach so wegbrutzeln kann. Oh, noch ein Beholder. Okay. Also ist schon mal ein Beholder mehr als letztes Mal. Es sind zwei Stahlköpfe. Das waren es letztes Mal allerdings auch. Die Zäune machen nicht so wirklich viel langsamer, oder? Die passen da durch. Okay. Nummer zwei greift mit an. Und das war's. Also von der letzten Welle zu dieser Welle scheinbar nur ein Beholder mehr. Und das ist alles soweit kein Problem. Ja, okay. Feuerball einpacken. Die Jungs sind gleich alle tot. Ein Haken von dem Testerturm ist halt wirklich, dass er keine Erfahrungspunkte bringt, ne? Wenn wir das alles selber machen würden, was wir wahrscheinlich in der nächsten Festung sollten, hätten wir viel mehr Erfahrungspunkte bekommen. Also für jedes Skelett 40 Stück, dann hätten wir jetzt schon 10 Zwerge und nicht 9. Wobei das ja auch nicht unbedingt was Gutes ist, ne? Zwerge können ja doch ganz schön viel Chaos anrichten. Und irgendwie habe ich nie genug Bauaufträge für sie. So, aber jetzt ist die Welle rum, wir können einfach ganz viele Aufträge verteilen. Also, da geht Holz hacken, macht das ganze Wasser weg, hackt noch mehr Holz, sprengt die Zombies da unten. Mäh, mäh. Na komm. Irgendwie klappt das nicht so ganz mit dem Feuerball, ne? Trifft immer nur ein, zwei Kreaturen, kann das sein? Nicht alle? Ah, einer ist tot. Geschaut. Zwei sind tot. Ah, jetzt geht's langsam. Alle sind tot. So muss das sein. Ruhe im Schacht, ne? Also. Achso, ihr fliegt immer noch. Bye bye. Du. Meh. Sammel Wasser. Du. Oh, Bärenbüsche. Einsacken, 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 einsacken. Du wirst angegriffen. Achso, die Skelette sind auch noch da. Bringt die Skelette mal um, bitte. Da, ihr kriegt sogar ein Abkürzungsportal von da nach da. Ist doch praktisch, oder? Handa. Achso, du hast da gar keinen Durchgang. Okay. Das sollten wir in der Zukunft auch noch ändern. Dass wir bei diesen Türmen erstmal keine Testertürme raufsetzen, weil die Testertürme halt uns keine Erfahrungspunkte bringen. Und dann statt unten so eine massive Mauer einfach eine Eisentür. Oder Stahltür. Dass wir im Notfall durch können, aber die Gegner halt nicht. Dann können wir so eine Art Ausfall machen.
Und wenn es denn zu eng wird, laufen unsere Zwerge zurück und die Gegner kommen noch nicht durch die Tür durch. Kann man einen Tesla-Turm deaktivieren? Kann ich nur abbauen, ne? Das wäre nämlich richtig schön, wenn ich sagen könnte, Tesla-Türme deaktivieren, dann fahren die irgendwie runter, greifen nicht an und die Zwerge versuchen, die Gegner zu töten. Wenn ich aber sehe, dass die Zwerge es nicht schaffen, dass ich dann ganz schnell die Tesla-Türme anmachen kann. Müsste man mal gucken, ob das vielleicht noch irgendwie eingebaut werden könnte. Warum lebst du noch? Du bist Tageslicht und so. Achso, du bist gar nicht da. Du bist ein Grafikglitch, der auch nicht verschwindet, wenn man wieder hinguckt. Ah, jetzt ist er weg. Guti. Also ja, wir haben gut was geschafft die letzten zwei Folgen, was die Spielmechanik angeht, mit den Schienen und dem Aufzug. Nächste Folge gucken wir mal, was es noch so an Gegenständen gibt, probieren mit denen ein bisschen rum und dann könnten wir so in zwei, drei Folgen mal zur Schneewelt gucken. Da bin ich nämlich doch ziemlich gespannt, was da so alles kommt. Wahrscheinlich werden wir da einen Neuanfang machen werden müssen und es wäre dann wahrscheinlich nicht mehr der Sandbox-Modus, sondern wieder das normale. Aber vielleicht haben sie da ja auch was geändert. Aber gut, jetzt erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.